Hier haben wir jetzt das Schild Halt Vorfahrt gewähren. Ja? Das Schild Halt Vorfahrt gewähren hat, wenn ich richtig zählen kann, 8 Ecken und ist meistens immer rot. In der Mitte 4 Buchstaben. STOP. Und jetzt schreit einer hinten aus dem Gebüsch: Junge, das ist ein Stoppschild. Ja, ich weiß. Ihr sagt immer Stoppschild, wir müssen Halt Vorfahrt gewähren sagen. Ja? Also an dem Ding stehen bleiben. Kann man nicht viel drüber reden und spekulieren. Egal was passiert, du musst stehen bleiben. Jetzt, also nicht an dem Schild, ja, sondern an der Haltlinie. Die kann man gut sehen, die Haltlinie. Ja. Wenn da keine Haltlinie mehr ist, weil es so viel geschneit hat oder weil so viele Blätter vom Himmel gefallen sind oder was weiß ich, dann fährt man vor bis zur Sichtlinie. Komm, wir gehen mal zur Sichtlinie. Die Sichtlinie ist nämlich da, wo man was sichten kann, ja, wo man was sehen kann. Also nicht hier, wenn man jetzt hier mal sich denkt, das wäre eine Sichtlinie, dann sichtig das Gebüsch, das kannst du vergessen. Also so weit nach vorne gehen, bis zu dem Punkt, wo ich was sehen kann. So. Jetzt kommen wir mal nach rechts und auch die Straße runter. Und wenn man dann sieht, okay, kommt keiner und man ist stehen geblieben, am besten 3 Sekunden lang, dann kann man fahren. Wichtig ist stehen bleiben. Kennt ihr das, wenn man gedacht hat, man hätte gesagt, ich bin um 7 Uhr da, aber dann irgendwie doch nicht und wisst ihr, und dann ist die Freundin sauer und man denkt, ach du Scheiße. So ist es auch beim Stoppschild. Ihr dürft nicht denken, dass ihr stehen geblieben seid. Ihr müsst stehen bleiben. Macht am besten Fuß auf die Bremse, zählt bis 3, 21, 22, 23 und dann geht's weiter. Alles klar?